Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Peacemaker und wir spielen die 14. Nacht von 7 Days to Die. Noch tut sich nicht sonderlich viel, zwei Zombies rennen da vorne herum und checken überhaupt nichts. Wir haben gesagt, wir werden da einmal anfangen. Dann werden wir langsam da auf dem Steg, wo ich gerade stehe, rübergehen und ein bisschen da kämpfen. Und ich hoffe, dass die Zombies dann alle von da drüben daherkommen. Und wenn sie dann da sind, gehen wir zu unserer Stellung 1. Und in der Stellung 1 verteidigen wir dann und testen, ob das Ganze ein gutes Bauwerk ist oder ob wir das vielleicht umbauen sollten. Was ist mit denen da vorne? Ist doch alles voller Lichter. Kann ja nicht sein, dass ihr das nicht seht. Komm her. Komm. Na komm, wo bist? Da bist. Schau, die rennt im Kreis. Ganz verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Watz, watz. Habe ich dich getroffen? Na bitte, schau. Schon wird's aufmerksam auf mich. Heißt das, die Zombies wählen sich immer einen Weg? Das kann ja gar nicht sein. Kopfschuss. Und umgefallen. Ich glaube aber, die steht eh wieder auf. Wie schaut's mit deinem Haber aus? Der geht derweil auf Bäume los, so wie das ausschaut. Getroffen. Ha. Ah, hallo. Guten Tag, willkommen. Daneben. Daneben. Was, daneben? Nein. Entschuldigung, ich muss kurz mein Ohr kratzen. Also mich juckt's immer in die besten Gelegenheiten. Ich habe jetzt eh schon lange kein Autospiel mehr gespielt. Aber früher, wie ich Autospiele gespielt habe... Na, geh bitte. Wie ich Autospiele gespielt habe, war das nämlich so. Schau, er ist auch schon am Weg daher. Hat er uns gehört. Na, das ist aber schön. Servus. Wie geht's da? Wer bist du? Nicht sehr gesprächig. Hallo. Kopfschuss. Wie sie sich dann immer auf die Seite glitschen, damit man es nicht noch einmal abschießen kann. Achso, der war schon tot. Ja, die war auch schon tot. Ja. Also wie ihr seht, es tut sich nicht sonderlich viel. Aber das soll uns nicht stören. Nein, das stört uns gar nicht. Wir könnten eigentlich einen schnellen Rundgang machen. Es ist erst 19.09 Uhr. Nicht zu weit vor, weil sonst können wir gleich einmal wieder zurücklaufen. Aber es schaut ziemlich ruhig aus, würde ich sagen. Meine Autobahn. Ah, ich bin so stolz auf diese Autobahn. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wahnsinnig viel Bauzeit. Fast 4, 5 Tage und 4 Nächte durchhackeln. Aber ich finde, hallo, das hat sich doch gelohnt. Das Teil geht bis rüber zur Polizeistation. Ich meine, wir müssen noch die Lichter machen. Ich habe mal in Zocki seine Kommentare gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Typ geheißen hat. Ja, wurscht. Aber der hat das da. Das werden wir auch noch probieren. Da werden wir einen Wald pflanzen. Und so Ewok-mäßig werden wir uns dann so von Baum zu Baum einen Steg bauen. Das kommt doch sicher urleibern. Aber es schaut so aus, als wäre da noch nicht viel los. Das ist cool, von da können wir auch schauen, ob in der Nacht dann irgendwelche Zombies auf die Autobahn hupfen. Die werde ich eh, wenn es dann da ruhiger wird, werde ich eh. Wisst, was ich noch immer nicht gemacht habe, das könnte man eigentlich schnell machen. Ich habe noch immer keine Fähigkeitspunkte verteilt. Schauen wir mal. Fähigkeitspunkte verteilen.
Wie viel habe ich? 120. Na ja, schau mal. Hoppala, das war eher jetzt unbeabsichtigt. Was habe ich denn da genommen? Verlangsamt den Metabolismus, damit du seltener essen musst. Ja, durch alles, was ich tue, ja, nimm auf zwei. Das Kamel, was kann das Kamel? Du wirst langsamer durstig und musst somit weniger trinken. Ja, nehmen wir auch zweimal, oder? So, was haben wir da? Schneller fertigen. Ja, nehmen wir auch zweimal. Reparaturmeister, sehr gut. Bogenschießen. Ich benutze nicht viel Bogen. Rüstungsschmied habe ich eh. Sexuelles Raubtier, was ist das? Du hast die Ausdauer eines wilden Tiers. Stelle mit jedem Rang schneller Ausdauer wieder her. Ja, das nehmen wir auch zweimal. Nehmen wir noch ein drittes Mal. Handeln. Senke die Kosten von Waren und verkaufe sie für mehr Dukes, indem du diese Fertigkeit verbesserst. Na jo, schauen wir mal weiter. Hoppala. Schauen wir mal weiter auf Schusswaffen. Feuerwaffen mit Pistolen. Ja, da haben wir uns. Was? Ich habe nur noch 8 Punkte? Echt jetzt? Wow. Ja, nehmen wir Pistolen. Und Gewehre. Zwei noch, dann nehme ich noch zwei Schrotflinte. So, passt. Alle Punkte verteilt. Wie spät ist? Es ist 10 vor 20 Uhr. Ja, es ist 5 vor 20 Uhr. Jetzt habe ich schon geglaubt. Und da werden wir dann stehen bleiben. Jeder, der das gehört hat, das war mein Handy. Ich habe ein Leben bekommen. Nein, ich habe eine Nachricht bekommen. Da werden wir dann stehen bleiben, also uns dahergehen, weil da ist eben die Stellung 1, wie man hier schön lesen kann. Und von da werden wir dann schauen, wie weit die da vorkommen. Ob wir da vielleicht noch Minen davor legen, eventuell, damit die ja nicht zu nah an den Bunker kommen. Weil das ist ja, wie gesagt, es ist nur eine Zwischenstation. Es hat nicht den Zweck, lange Verteidigung zu halten. Es soll nur so auf Professor. Was ist da draußen jetzt los? Jetzt fliegt da ein Helikopter vorbei. Jetzt kriege ich ein Leben. Jetzt fliegt er. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Aber letztes Mal hat bei meiner Freundin das Handy geläutet. Das hat man im Video gar nicht gehört, obwohl das direkt neben mir war. Also vielleicht habt ihr das Video, das Leben vorhin auch nicht mitgekriegt. Ich habe nämlich so ein. Mein Nachrichtenton ist ein Leben kriegen von Super Mario. Nun. Also das könnten sie auch besser machen. Ich glaube, ich habe es eh in der letzten Nacht schon erwähnt. Ich meine, das ist doch nicht schön. Das schaut doch nicht echt aus. Das schaut einfach scheiße aus. Das sag's euch, wie es ist, wirklich. Finde ich halt. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung und das ist auch gut so. Aber in dem Fall ist meine Meinung fuck den Shit, wirklich. Wer braucht das, verdammt? Wenn da jetzt hat sich da hinten die Umgebung, das stört mich so ein bisschen, YouTube, ich schwöre. Wo, das ist ja nicht schön, dann bleibt es manchmal hängen. Und das ist aber ein Konsolenspiel, verdammt. Ein Konsolenspiel, das müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Konsole, ich meine, vielleicht bin nur ich so, vielleicht bin nur ich so. Das gebe ich natürlich zu, kann sein, dass nur ich so bin, dass ich mir denke, hä, Konsole, Spiel rein und fertig. Ja. Spiel hat vielleicht noch Updates, aber Spiel. So, und jetzt habe ich noch, jetzt, boah, habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich neulich in der Community von 7 Days to Die PC nämlich gelesen. Und das ist eine wahre Aussage und die stammt doch nicht von irgendwem, ja. Dass eben 7 Days to Die
Alpha kein vollständiges Spiel ist. Deswegen ist es eine Alpha. Und das, was ich da spiele, kommt nicht einmal annähernd an das Teil ran. Und das finde ich irrsinnig schade, weil die PlayStation 4 hat doch ein bisschen mehr zu bieten. Ich kann mich auch irren, ich bin kein Computerspezialist. Aber eigentlich sollte die PlayStation 4 etwas mehr zu bieten haben hier, ne? Ich meine, schaut euch Minecraft an. Ich meine, das ist jetzt wirklich aus der letzten Schublade, natürlich, ich gebe es offen und ehrlich zu, aber schaut euch einmal Minecraft an. Hey, da gibt's Sachen, wo meine Tochter spielt das und da gibt's wahnsinnig viele Sachen, ja, wo ich, wenn ich mir dann 7 Days to Die anschaue, was ja eigentlich so Minecraft für Erwachsene ist, kann man ja fast schon sagen, ne? ja, das ist eigentlich nur enttäuschend. Man, zum Beispiel da die Straße. Hey, das wäre doch viel geiler, wenn ich das mit einem elektrischen Zaun absichern könnte. Oh, es ist schon 20.39 Uhr, machen wir uns am Rückweg. Ihr versteht, was ich meine? Ich philosophiere da urgern drüber, wirklich. Es ist nämlich einfach nur schrecklich und ich finde das urgemein allen Konsolenspielern gegenüber. Das möchte ich jetzt einmal aussprechen. Ihr tut's mir alle urleid, wirklich. Jeder, der das ernsthaft spielen mag, ja, und nicht so wie ich da mit herumbauen und so und allen Materialien, sondern wirklich ernsthaft, adventure-mäßig. Boah, ich möchte Zombies, ja, überleben, super. Ich kenne den Eifer, den man dann hat, ja. Und ich habe das erste Mal wirklich, ich habe das urgern gespielt. Nur ich bin dann eben drauf gekommen, dass da nichts mehr erweitert wird. Das bleibt wie es ist. Da wird nichts gemacht, da wird nichts getan, da gibt es keine Updates. Da wird nur groß geredet. So, und dann ist die Firma Meier gegangen. So, und was machen wir Konsolenspieler jetzt? Ich sag euch, was wir machen. Wir sind am Arsch. Aber sowas von. Ja? Weil das Spiel hat Potenzial. Man sieht's auf der Alpha 17. Und ich schwöre, ich würd gar nicht mehr aufhören, das Spiel zum Spielen. Ja? Wenn meine Grafikkarte endlich funktionieren würde, so wie ich das will, und dir ein Bild aussenden würde, würde ich's schon spielen. Aber nein, es ist halt einfach so, dass da sich nichts mehr anscheinend. Hey, ich hoffe wirklich, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja, ne? Und ich hoffe wirklich, dass die sagen, hey, mach mal Alpha 15 draus oder mach mal Alpha 16 draus, geh mal den Spiel am wenigstens, weiß ich nicht. Den Geländewagen, den elektrischen Zaun, die Blade Traps oder sonst irgendwas. Wirklich, von mir aus lassen's den Scheiß halt, dass sich das da aufbaut vor deiner Nase oder unter dir, wenn du mit dem Moped viel unterwegs bist, ja. Habe nichts dagegen, von mir aus lassen's das, ja. Aber dann wenigstens ein bisschen mehr Auswahl, Burschen, Stacheldraht und Dornen, alles aus, mehr gibt's nicht. Wirklich. Und wenn's dann Aufzug bauen willst, musst glitschen. Ich meine, das funktioniert zum Glück. Ja. Weil es wäre echt heftig, wenn man jetzt große Basen baut, was wir eh auch noch machen werden, die hoch hinausfahren, ganz, ganz hoch sind. Wo es einfach nur darum geht, dass die Basis weit hoch oben ist, damit die Zombies da nicht draufkommen. Ja, da bist du ohne einen Aufzug, bist du da aufgeschmissen. Weil den Treppenaufgang schaffen die Zombies, aber den Aufzug schaffen es nicht. Und das ist eben voll geil. Aber das machen wir eh noch. Das machen wir natürlich noch. Wir nutzen alle Möglichkeiten, die es in dieser Version gibt. Weil, ich sag's, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es wird schon schön rot. Das könnte man auch verbessern. So dass das wirklich wie ein Nebel ausschaut, so schwarz-rot halt. Das schaut einfach nur wie ein Grafikfehler aus oder schlechte Grafikkarte oder so. Ja. Die Einstellungen auf niedrig. Da bin ich eh drauf gekommen, dass PlayStation
Hey, ich will um keinen Preis die PlayStation 4 boykottieren, weil ich spiele urgern mit ihr. Sie macht mich zwar fix und fertig, weil, wie gesagt, ihr habt meinen YouTube-Kanal, alle, die mich abonniert haben, wissen das. Sie hängt sie auf, da bei dem Spiel tut sie überhaupt nichts. Es ist einfach nur enttäuschend manchmal, ja. Na, aber wenn ich mir dann so Spiele wie Days Gone anschaue, wo wirklich anscheinend sich Mühe gegeben worden ist, ja. Warum geht das da nicht? Das frage ich mich. Oder was jetzt bald rauskommt, war, das freue ich mich schon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber informiert euch einmal. Wirklich, gebt es einmal ein im YouTube, Dead Matter, und schaut euch an, was das Spiel geiles Scheiße zum Bieten hat. Es ist wie 7 Days to Die, aber es ist wirklich um so viel mehr, ja, viel, viel intensiver. Es ist mehr auf den Spieler geschaut, es ist fertig gemacht worden. Da ist jetzt, glaube ich, 4, 5 Jahre lang haben die da dran kackelt. Ich meine, ich mache auch keine Werbung für das Spiel, weil ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich kenne es nur von Videos, ja. Aber das, was ich gesehen habe in den Videos, ist echt genial gemacht. Also das kann wirklich, das Spiel hat das Potenzial, das nächste ultimative Zombie-Spiel zu werden. So wie das. Ja. Und würden die Entwickler von der PlayStation da ein bisschen was weiter tun, dann wäre es eh halb so schlimm. Es ist halt traurig, wirklich. Ich finde es einfach nur traurig. Ich reg mich gar nicht drüber auf, weil eigentlich hat das Spiel ja wirklich wahnsinnig viel Potenzial. Du könntest ja im Untergrund noch Sachen bauen, du könntest, weiß ich nicht, Himmelsfestungen, ich habe keine Ahnung, der Fantasie ist ja da keine Grenzen gesetzt. Ich meine, Himmelsfestungen, naja, aber irgendwas in die Richtung. Wär ich nicht so ein kleiner Kanal und die Entwickler würden wissen, wer ich bin, und ich wäre nicht einfach nur niemand, so wie viele andere YouTuber, die es eigentlich gar nicht verdient haben, sondern, ja, anderes Thema. Dann würde ich schon lang denen schreiben. Ich habe es eh versucht. Ich habe denen auf Twitter geschrieben. X-tausend Mal. Da hat man mich verwiesen darauf, dass sie gar nichts damit zu tun haben, sondern dass das die Iron Galaxy oder wie die heißen, Iron Studio, ich weiß jetzt nicht, und die Unity, dass die da eher dafür zuständig sind und nicht Funpimps oder Telltale. Und wenn man denen schreibt, hey, da hat sich zuletzt im Jahr 2017 was dann auf denen ihrer Seiten, ja. Also es schaut wirklich verdammt schlecht aus, und die Community ist einfach, also die meisten, was ich so verfolgt habe, sind wirklich angefressen, weil es wirklich gemein ist, ja. Und es ist auch gemein. Jeder, der das für gemein findet, dem gebe ich vollkommen recht, weil es ist eine Frechheit, ja. Ein geiles Spiel so verkommen zu lassen, ja. Da gibt's welche wie mich, die würden da gern. Sicher, okay, ja, ich spiele jetzt mit allen Materialien. Fuck, scheiße, ja, okay. Aber ich bin halt einer, ich will das gleich voll auskosten. Ich will Zombies sterben sehen. Und natürlich würde ich. Ah, jetzt höre ich auf zum Reden. Es ist soweit. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, weil die Zombies kommen. Die paar. In der Alpha 17 wäre ich schon sowas von am Arsch in der Festung, wirklich. Da würden die dann. Ah, Mine explodiert. Dankeschön. Ja, der Große. Ja, greift's an da. Ja, super macht sie das. Der will da hinten rein. Ja, das ist jemand gegessen. Haha, ist ja cool. So. 5 Zombies. Nein, die kommen sicher noch. Schau, die sind schon Meier. Haha. Flapp. Schau, da kommt noch einer. Gelaufen. Kap.
Flade. Heißt Flader? Heißt Flader, was ist mit dir? Die gehen wir immer dann aus der Schusslinie, wenn ich stehen bleib. So, wir gehen auf Position Nummer 2, wie wir es geplant hatten. Und sehen uns an, was die Zombies da machen jetzt. Hin und her rennen panisch. Interessant. Da trifft man die am behindertsten, wenn die so deppert hin und her rennen. Na, zum Glück habe ich ganz viel Munition, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt angefressen. So. Sie versuchen noch immer meine Festung zu stürmen. Das wird aber irgendwie nicht funktionieren. So. Wen haben wir da jetzt? Habt ihr das gesehen? Was? Ernsthaft? Wir müssen die Waffe reparieren. Ja, ich muss ein paar am Leben lassen. Die sollen mir ja folgen. Lalala. Alle Zombies folgen mir, folgen mir, folgen mir. Ja, da kommt auch einer. Ja, geh mir nur nach. Ich gehe eh extra langsam. Hallo, hallo, Pussentwee. So, was hat's? All boat. Na, aber natürlich wäre ich nicht so groß geschaut, wenn ich da nicht wüsste, dass ich auf dem Steg komplett sicher bin. Sie rennen nur panisch hin und her. Ja, wir begeben uns jetzt in Stellung 2 und prüfen, ob das jetzt passt. Es ist erst 22.44 Uhr, also das heißt, da kommen sicher noch ein paar. Tauchen wir unter. Wo sind sie? Sie wollen den Eingang stürmen. Das war so klar, ihr seid so dumm. Schau, da hat schon eine probiert, die wird es nicht schaffen. Da haben wir schon den zweiten, ja. Gute Verteidigungsstellung. Aber eben nicht für größere Angriffe gedacht. So, wenn es vereinzelt kommen, ist das schon recht netter. So, schau, der kommt da. Stellen wir uns mal oben rauf, testen wir das Ganze von oben. Aber das sage ich euch auch, der Spider-Zombie, der hupft mir da einfach rauf. Das ist der einzig wirklich gefährliche Zombie in dem Spiel. Naja, eigentlich nicht. Der Bullen-Zombie, also der Kiewerer, der dort so Magensäure speiben kann und ganz komische Geräusche macht,
wie sie sich alle anstellen. Das finde ich ja echt nett von ihnen. Der ist auch gefährlich, weil der beschädigt meine Basis mit seiner komischen Kotze. Magensäure, was auch immer. Ja, die steht sogar wahrscheinlich eine stärkere Welle auch durchstehen. Also von den Spinnenzombies her jetzt wahrscheinlich. Aber da kommen ja später dann maximal zwei oder so. Naja, vielleicht kommen auch mehr. Ich habe auf sehr hoch gestellt. Deswegen. Wo wollt ihr alle angreifen? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Kommt nur, ich warte auf euch. Ihr seid nicht hier. Warum nicht? Ah, da ist er ja. Na? Und jetzt? Jetzt sagt er nichts mehr. Möge er in Frieden ruhen. Frieden, das Stichwort. Wir schaffen Frieden in Navesgane. Lasst uns ein Loblied singen. Und die Verwandlung, die könnten es auch lassen. Das schaut einfach nur unrealistisch aus. Ich meine, okay, ja, ist 7 Days to Die. Wie viel Realismus kann man da erwarten? Aber wenigstens das Gameplay, oder? Tick, 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 tick. Zum Glück, YouTube beschäftigt uns das recht wenig, wenn wir keine Munition haben, weil wir gehen einfach da rein und nehmen uns wieder 500 Schuss, laden nach und ballern weiter Munition in den Kopf dieses Zombies dort. Sehr gut. Ja, nicht runterfallen, was ist los? Auch er wollte gehen in den Frieden. Und du, mein Sohn, bist gestolpert. Und du, mein Kind, bist auch gestolpert. Möge dir im Frieden ruhen. Das war ein Surfer-Zombie, oder was? Der hat blonde Haare gehabt. Sie stapeln sich vor meinem Bunker. Schreib das in dein Buch, mein Junker. Na, heute habe ich es wieder mit den Reimen. Nein, nicht mit dem Schleimen, mit dem Reimen. Yeah. Seit Resident Evil 1 Director's Cut liebe ich es, wenn Kombizöpfe erzaubert Wuselzöpfe auf die Köpfe der Geschöpfe. Ich liebe es, wenn Zombieköpfe platzen. Das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt kommt's noch. Hasta la vista, Baby. Na, wo ist er? Wo ist er noch? Nun ist er weg. Ah, da ist er ja. Kein Zombie schafft es in unsere Stellung 1. Sehr gut. Ich würde ja fast schon behaupten, das ist ein Grund, in Stellung 2 weiterzugehen und die auch gleich zum Testen, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das ist eine gute Idee. Voll gut! Machen wir. Wir gehen ganz gemütlich durch die Nacht, weil man das bei uns so macht.
Oh. Schau an! Er wollte sich durch die Tür klitschen. Da haben wir ihn daran gehindert. Es heißt ja, man soll nicht in Gebäudenhöhe sein in der 14. Nacht. Schauen wir mal, was passiert, ne? Wir sind jetzt in Gebäudenähe. Die Zombies werden mehr, was ich so hören kann. Wir gehen ganz gemütlich weiter, weil sie verfolgen uns ja eh. Ja, das sind schon ein paar. Möchte ich schon sagen. Wir begeben uns ins Trockengebiet, drehen uns mal um. Nein, das ist nur einer. Naja, gar nicht so schlimm in einer 14. Nacht in der Nähe von einem Gebäude zu sein. Gehen wir noch näher ran. Weil mir geht denn sein Geplatscher. Rennt der bloß happert mit nassen Füßen umeinander oder so? Bei dem hört man Platsch, Platsch, jetzt hört man es nicht mehr. Aber es ist ja auch erst die 14. Nacht. Hey, wenn wir schnell genug sind, das heißt, wenn ich schnell genug bin, dann schaffen wir es auch noch, dass wir, weiß ich nicht, möglicherweise... die... sagen wir mal... die... 32. Nacht. Die gibt's nicht, die 35. Nacht. Eventuell schon mitkriegen, wie es in einer Stadt zugeht. Weil das sind so die Sachen, die ich aufklären will. Ja, jeden, den es interessiert halt. Ne? Was passiert, wenn wir in Gebäudenähe sind, in einer Hordennacht? Nicht im Gebäude. In der Nähe. Aber es scheint nicht viel schlimmer zu sein, als wenn man in der Basis steht. Ein paar Zombies. Da kann man super schön durchschießen. Ja, oh ja, sind schon zwei, drei. Bam, ein. Versucht er von da drinnen einer rüber zu kommen oder was? Schauen wir mal wieder rauf. Was da sich geht, tut nix. Cool. Gefällt mir. Aber da unten, wir gehen zur Verteidigungsstellung 2, genau. Und schauen, was da so läuft. Die haben sich da schon durchgehauen. Nicht schlecht. Da auch. Gefällt mir. Bisschen Action. Da kommt mal eh keiner rein. Dafür fehlt euch die nötige Kraft, meine lieben Freunde. Naja, Freunde sind wir eigentlich keine. Nicht wahr? Denn ich möchte Blei in euren Köpfen sehen. Könnt ihr das nicht verstehen? Das ist so schön. Schauen wir, was da oben abgeht. Ja, also ich muss sagen, Verteidigungsstellung 2 sehr zufriedenstellend. Und wo glaubst du, dass du jetzt hinlaufst, ha? Huh?
die Metalltür einhauen, ha? Du Depp. Du bist so ein Depp. Du Sepp. Der heißt ab jetzt Sepp. Der Blade heißt nicht mehr Blade. Oh ja, er heißt Blader Sepp. Der Blade Sepp. So. Wo haben wir noch wem? Ah, da will sich noch einer wichtig machen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Halbes Gehirn. Ein halbes Gehirn. Jetzt hat er gar keines mehr. Da fiel ihm das Denken sehr schwer. Wir könnten da noch ein Stacheldraht draufhauen. So, als Bremse. So, aller. Du kommst nicht vorbei! Ne? Irgendwo versucht ein Zombie pervers, wie sie sind, durch eine Wand zu boxen und ich höre das ganz stark. But where? Where are you tonight? Puh, das hat schrecklich gelungen. Schauen wir mal da ganz neugierig, wie wir sind. Ob das von da kommt. Hm. Seltsame Geräusche. Das hört sich an, als würde das von da kommen. Ist da jemand? Ganz eindeutig ist da jemand, aber den sehe ich nicht. Na, dann gehen wir halt. Ich habe da unten vorhin auch einen Zombie angreifen gesehen. Einen blauen. Der dürfte schon draufgegangen sein. Schauen wir mal, ganz genau. Nein, da ist keiner mehr. Da ist niemand. Nein, danke. Dankeschön. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Das habe ich nicht gut bedacht, weil wenn die da drauf hauen, kann ich nur reparieren. Dann kann ich nicht abknallen. Erst nach der Hauptnacht. Ne? Gut, also ich würde sagen, die Stellungen halten. Wir können uns glücklich schätzen. Da. Rennt der da unten irgendwo? Nein, der rennt genau da drinnen in der Wand irgendwo. Aber ich hau die jetzt nicht kaputt, die Wand. Na, aber warte mal. Da ist ja gar nichts. Rein theoretisch ist das in der Luft. Wo haut der dagegen? Ich sehe nicht einmal einen Schaden oder so. Seltsam. Seltsam. Wo bist du? Kommst du? Also, wir sehen 14. Nacht, Gebäudenähe. Halb so schlimm. Ich könnte es noch bei der Art, gehen wir volles Risiko. Fahren wir mit dem Moped zur Polizei. Achso, nein, ich habe die Polizeistation noch nicht abgesichert. Das könnte nach hinten losgehen. Aber wir können schauen, was auf der Raststation los ist. Das machen wir. Where are you tonight? Tonight I wanna know. Where are you tonight? Na komm, geh weiter. Wald. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's da zum Wald?
Ja, haben wir gut gemacht. Ich sage mal, die 14. Nacht ist auch so gut wie überstanden. Natürlich werden wir jetzt noch zur Raststation fahren und mal gucken, was dort so los ist. Cookie, Cookie. Aber ich schätze mal so um 1:50 Uhr. Allzu viel wird dort nicht los sein. Obwohl das letzte Mal war ich echt schwer verwundert, wie viel Zombies dort auf einmal waren. Ich schwöre, wie ich baut habe, ich habe meine Ruhe gehabt. Da war nix. Und dann gehe ich mit euch dort rein, um euch zu zeigen, wie die Raststation ausschaut. Und dann wimmelt's da drin von Zombies. Ja, wo geht denn sowas bitte? Na, das habe ich jetzt davon. Jetzt geht mir dieses blöde Lied nicht mehr aus dem Kopf. Wir fahren. Nein? Ja. Schau, ist es nicht schön, das spiegelt so schön. Das nehme ich wieder zurück. Es spiegelt nicht. So. Machen wir auf. Hallo Zombies, wisst ihr, ich mache jetzt eine Ausfahrt. Entschuldigung. Schon wieder, Entschuldigung. Für die, die es nicht gehört haben, ich habe gerülpst. Weh, du Sau, was ist los? Komme ich da jetzt nicht raus? Na eben, sag ich ja. Raus, genau. Wir schließen die Tür hinter uns, selbstverständlich. Jetzt hätte mich aber interessieren, wahrscheinlich fliege ich auf meiner Autobahn auch drauf. Ne? Wir machen einen Ausflug. Schön ruhig, für das das die 14. Nacht ist. Eigentlich sollte ja alles voller Zombies sein, wahrscheinlich, ne? So, das Moped lasse ich aber da stehen. Ich drehe nur schnell um. Falls ich fliehen muss, kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Wer wagt es, Geräusche zu machen? Aber eigentlich habe ich da drin ja alles aufgemacht. Wieso kommt der nicht raus? Achso, der ist wahrscheinlich unter mir. Es hört sich so an, als wäre er direkt neben mir. Bruder, wo bist du? Kommst du? Ja, das hört sich an, als hätte er direkt da sein irgendwo. Ah, er ist da direkt irgendwo.
Ja, da kommst du ja nicht zu. Naja, ich würde sagen, was ist da unten? Steht da, also das ist die Saale, was ich überflüssig gebaut habe. Naja. Ich würde sagen, die Straße haltet auch so, wie es halten soll. Wow, das wäre cool, wenn ich das da so bewachen. Wisst ihr, ich würde da... Also wenn ich jetzt die Alpha 17 hätte, dann würde ich da jeweils da und da einen automatischen Geschützturm hinstellen und möglicherweise in die Mitte auch und am Rand hinten auf jeden Fall noch einmal so wie da. Nur um sicher zu gehen. Dass da auch immer die Zombies abgemurkst werden, wenn ich nicht da bin. Ja, ich tät mich echt auf für eine Alpha 17. Aber meine blöde Grafikkarte funktioniert ja nicht, was ja voll blöd ist. Oh ja, da würde ich wahrscheinlich auch mit Materialien, mit allen Materialien spielen. Aber... da hätte ich wahrscheinlich trotzdem drauf gehen. Weil, wenn man jetzt von der Version auf die Alpha 17 geht, da muss man schon einiges drauf haben. Das schon. Aber ich will halt, versteht's mich nicht falsch, wirklich. Ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich mag 7 Days to Die. Und ich liebe dieses Spiel fast schon. Wirklich. Es ist einfach ein richtig cooles, geiles Spiel. Mich stört nur. Und das ist jetzt auch nichts gegen die... ich muss sogar aufpassen. Das ist jetzt auch nichts gegen die PC-Spieler. Ja. Aber es stört mich einfach, dass die PlayStation-Version so wenig hat. Und die Alpha 17 Version so dermaßen viel. Ja, ich meine, die planen ja schon eine Alpha 18. Ich meine, das ist ja gar nicht das, was ich verlangen würde. Ja, mir wäre klar, ich meine, seien wir uns ehrlich, das ist Sony. Ja, das ist nicht ein Steam oder ein Origin oder ein, weiß ich nicht, was da alles gibt. Ja. Das ist Sony und Sony ist ein Geschäftsunternehmen für alle, denen das nicht bewusst ist. Und die wollen Geld einnehmen, ganz viel. Und wenn sie ganz viel Geld eingenommen haben, dann wollen sie noch mehr Geld haben. Weil nur das macht für sie einen Sinn. Um in neue Entwicklungen zu stecken, was man eh an 7 Days to Die sehr gut erkennen kann, mit den Updates und so, um Spiele weiter zu bringen. Und lauter solche Geschichten gibt es eben bei Sony das Pay and Play. Das heißt, möglicherweise machen sie irgendwas, möglicherweise aber auch nicht. Ja. Weiß man nicht. Kann man nicht sagen. Steht in den Sternen. Ja. Dabei schaut es halt wirklich mies für alle Konsolenspieler aus. Das sei an dieser Stelle wirklich gesagt. Es schaut wirklich, wirklich. Ich bin dran, ich informiere mich. Und sobald irgendwas nur einen Anhang von irgendwas gibt, dann werde ich euch natürlich darüber Bescheid sagen. Weil ich schaue da fast täglich rein und ich lese mir auch viele Kommentare durch. Meistens halt im Englisch, was mir eh voll am Zager geht. Aber
Leider findet man halt die guten Kommentare nur in Englisch. Und da tut sie halt nichts. Da schreibt weder wer was, dass das nicht abgedatet wird, da schreibt aber auch keiner, dass es abgedatet wird. Es steht überhaupt nichts. Niemand. Es ist, als würde dieses Spiel gar nicht existieren, wenn es nicht ab und zu irgendwo auftauchen wird. Weil, wenn man Development anschreibt, die sagen, sie sind dafür nicht zuständig. Wenn man Telltale Games anschreibt, kommt keine Antwort, was logisch ist, weil die ja in Konkurs gegangen sind. Und Development hat die aufkauft und hat das Spiel weiterbracht und jetzt kommt sogar bald der Alpha, ne, 18 raus. Aber wenn man jetzt Iron Galaxy anschreibt, wenn ihr Twitter habt, dann schaut euch einmal auf Iron Galaxy oder Unity. Und da werdet ihr nichts finden. Es ist, als wie würde das Spiel nicht existiert haben. Sogar auf Telltale Games, da muss man erst, weiß ich nicht, wie viele Sachen aufschlagen, damit dann endlich kommt, ah, 7 Days to Die. Vorher kommt noch The Wolf Among Us und Walking Dead und lauter solche Geschichten, aber von 7 Days to Die findet man nur schwer was. Vor allem jetzt von der Version. Die Version da, die, weiß wie, würden sie es einfach sterben haben lassen. Und ich finde halt, scheiße, weil wenn Dead Meta rauskommt, dann hat 7 Days to Die einige PlayStation 4 Spieler hundertprozentig verloren. Sage ich euch, wie es ist, ja. Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe ein Gameplay gesehen. Und es ähnelt dem Spiel wirklich sehr. Ja. Nur dass das Spiel, also Dead Meta, möglicherweise, also was man so liest, haben die da sich richtig, richtig heftig Gedanken mit damit gemacht. Also das ist auch so, da kann man auch seine Basis bauen, aber es schaut halt, es sind nicht so Würfeln oder Einfahrten oder so, es schaut wirklich eher so wie bei Conan zum Beispiel. Also da baut man Wände, da baut man nicht irgendeinen Block, ja, so wie bei Minecraft, sondern da ist eine Wand und die kann man auch verschönern und da kann man auch automatische Geschütze, alles kann man da machen. Fahrzeuge gibt es, die kann man reparieren. Man kann herumgehen und die Fahrzeuge reparieren. Ja. Die Nacht ist um. Jetzt gehen wir den Zombie noch drüben kalt machen, aber da fahren wir mit dem Mob. Naja, gehen wir rüber. Und dann beende ich das Video. Ja, wie gesagt, ich spiel's elends gern. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Und es wäre schade, ja, es wirklich, wenn das irgendwer, ich meine, ich bin ein Minikanal, ich kann mir es nicht vorstellen, aber wenn irgendwer von euch, der das Video sieht, dazu kommt oder die Verbindung hat, die man braucht, dann erbarmt euch den Konsolenspieler. Wirklich, macht irgendwas. Es verlangt ja keiner, dass ihr da jetzt, dass da jetzt, wow, und bam, das muss jetzt wie die Alphas, was ich ja leid, fallen, Schaden. Sag einmal, solche Sachen zum Beispiel gehören einfach behoben. Ich bin drei Blöcke, vier Blöcke über dem Stacheldraht und erleid Schaden, weil ich drüber gehe. Jetzt nimmer. Vorzeigeeffekt. Ja, ist echt heftig. Und ja, einfach, vielleicht kann man ja einen Kompromiss finden, ne? So eine Alpha 15 Version oder nur ein paar Sachen aus der 17er vielleicht, ne? Dass nicht genau so geht, ist wahrscheinlich jeden PlayStation 4 Spieler bekannt, bewusst, jeden Konsolenspieler, weil auf der Xbox One spielen sicher auch ein paar. Und denen ist sicher klar, dass das jetzt nicht ein Alpha 17 werden wird. Aber
Was spricht dagegen, das ein bisschen grafisch ein bisschen besser zu machen? Ja, dass da nicht so ein blöder Nebel ist, sondern dass man da durchschauen kann, eventuell, oder eine weitere Sicht hat, eventuell. Oder dass es mehr Fallen gibt. Nicht Fallen, die aus dem Meer kommen, sondern Meer mit H geschrieben. Das kann ja nicht sein, dass das nicht geht. Sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich mir Spiele wie GTA anschaue oder Days Gone oder was fällt mir jetzt auf Anhieb ein? Anthem. Wie heißt das? Metro X? Metro, ja, so. Metro 2000 irgendwas, ja. Wenn ich mir diese Spiele anschaue oder The Forest. Nehmen wir The Forest. Diese Spiele können alle wesentlich mehr anbieten als diese Version von 7 Days to Die. Da muss man ehrlich sein. Wo ist denn der gestanden, der Zombie? Also, das habe ich gar nicht gewusst, wo der gestanden ist, gell? Oh ja, irgendwo drinnen wartet er auf mich. Ja. Es kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, wirklich. Das ist sicher auch innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten erledigt, ja, und dann fragt's, dann sagt keiner mehr was. Passt. Besser geht's halt nicht. PlayStation 4. Aber da einfach das Spiel sterben zu lassen, das finde ich echt eine Frechheit. Wirklich. Weil dieses Spiel nicht schlecht ist. Keine Frage, es gibt bessere Spiele. Aber dieses Spiel hat wahnsinnig viel Potenzial für Updates zum Beispiel. Was spricht gegen einen Jeep? Was spricht gegen echte Kurven in den Straßen? Warum kann das nicht möglich sein? Warum kann man da nicht irgendwie was machen, dass die Blade Traps sich ausgehen? Oder dass man Generatoren bauen kann? Das ist doch sicher möglich. Ich meine, schaut euch andere Spiele an. Wirklich, schaut euch andere Spiele an. Manche Spiele, die bam, da packt man es nicht. Die Grafik können sie ja ruhig so lassen. Sagt ja keiner, dass sie auf der Grafik herumschrauben müssen. Aber mehr Sachen. Ja, das Video werde ich jetzt beenden. Die Nacht ist um. Und wir spielen dann von da weiter, dann erledigt man da noch die paar Zombies, was da sind. Mich hat's trotzdem gefreut, wie immer, weil ich gern 7 Days to Die. Ich unterstreiche das noch einmal, wirklich. Versteht's mich nicht falsch. Ich spiele 7 Days to Die wahnsinnig gern. Ich hätte halt nur gern viel mehr, ja. Weil wenn ich mal in Zockkopf anschaue oder in Badwood, dann denke ich mir oft, boah, das. Boah, mir wird so viel einfallen. Mein Kopf ist so kreativ. Ihr werdet das noch erleben, was ich für lustige Ideen habe. Wirklich, weil was anderes kann man in dem Spiel nicht mehr wirklich machen. Man, natürlich würde es mich bei der Alpha 17 auch interessieren, aber da würde ich es ehrlich spielen, ohne alle Blöcke. Ja, also, mich hat's gefreut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. So, jetzt killen wir noch den Zombie, wenn er da herkommt. Nein, tut er nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir bauen noch ganz, ganz viel, viel mehr. Das nächste Mal werden wir darüber entscheiden, ob wir die Polizeistation zu einer Basis machen. Ja, von mir war's das. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.